Hallo zusammen, hier sind mal wieder nach einer arbeitsbedingten Pause die aussätzigen Zauberer und heute mit dem Daslo. Hi. Und dem Eri. Hallo. Jo, und ein Thema habe ich hier, das habe ich mal ausprobiert, weil so IT-Sicherheit ist ja auch ein Fundament des Datenschutzes. Und zwar macht die Firma Microsoft gerade Werbung dafür, schafft das Passwort ab. Ja, genau. Und da ich diese Microsoft Authenticator App schon länger nutze, habe ich das mal ausprobiert und kann mal kurz erklären, was das ist. Also zuerst mal, was ist der Microsoft Authenticator? Das ist eine App, die den Standard, jetzt hätte ich mich vorbereiten müssen, OAuth, glaube ich, ist es, ne? Mhm. Open Authentication heißt es, glaube ich. Das heißt, es gibt einen Standard, wie man die Authentifizierung um einen zweiten Faktor zum Beispiel erweitert. Da gibt es verschiedene Dinge, aber eins davon ist, es gibt ein Protokoll, über das überträgst du ein Geheimnis, das du auf einem anderen Gerät hast, so würde ich es mal für einen Einstieg formulieren, was dann in der Praxis heißt, du brauchst einen zweiten Faktor. Das heißt, ich melde mich an meinem Microsoft-Account zum Beispiel an mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort. Und dann sagt er, hallo, du hast Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, du brauchst noch einen anderen Weg. Und da kann man zum Beispiel diese App nehmen. Dann sagt er hier, was sagt dir diese App? Dann startet man diese App, meldet sich an der an. Wenn man, die Biometrie auf seinem Gerät eingeschaltet hat, wie zum Beispiel Gesichtserkennung oder Fingerabdruck, dann kann man damit freischalten und muss dort nicht auch nochmal einen PIN-Code eingeben. Und dort wird meistens ein 6-, aber manchmal auch 8-stelliger, je nachdem, was derjenige, der sein Konto schützen will, angibt, Zahlencode eingeblendet. Und diesen Zahlencode gibt man ein. Man kennt das zum Beispiel von PayPal, ich glaube, das dürfte das bekannteste sein. Bei PayPal kann man das Online-Konto zusätzlich schützen, indem dann gesagt wird, wenn du dich mit Benutzername und Passwort anmeldest, dass die sagen, schickt mir eine SMS zu. In der SMS steht dann eine 6-stellige Zahl, die tippt man ab. Man kann aber auch bei PayPal so ein OAuth-Protokoll nehmen, das habe ich zum Beispiel. Und dann geht man in die App und gibt eben diese 6-stellige Zahl ein. Dann braucht man nicht SMS nehmen. Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, Vor- und Nachteile. Aber also bei PayPal ist es so, dass das, wenn du das nicht grundsätzlich aktivierst, das halt ab und zu mal zur Sicherheit gemacht wird. Ne? Also vor allem ist mir aufgefallen, dass wenn du öfters mal kleinere Beträge oder sehr schnell hintereinander mehrere Käufe machst, dann fragen sie dich halt nochmal, ob du Handy in der Nähe hast oder irgendwie eine Mail haben willst mit dem Code. Und dann musst du dann einen 6-stelligen Code eingeben. Ja. Genau. Es gibt verschiedene solche OAuth-Apps. Bekanntesten sind, glaube ich, Google. Ne? Hat einen für alle Geräte, also für Android und auch für iOS-Geräte. Dann gibt es von Microsoft eine, die ist ziemlich bekannt. Und ich bin auf Microsoft umgestiegen. Ja, ich hatte auch die Google, ich hatte beide parallelen Benutzungen und irgendwann überlegst du dir, welche von beiden wirfst du weg, weil sonst musst du immer beide pflegen. Und ich habe momentan die Microsoft im Einsatz, weil ich auch ein Microsoft-Konto habe und das dann da dran bequemer hängt, nutzt das aber für viele Dinge, wie zum Beispiel für PayPal und andere Dinge. Ich administriere auch für andere Leute Microsoft-Umgebungen. Und da bietet sich natürlich die Microsoft-App an, weil die, wie gesagt, die bessere Benutzerführung haben. Und jetzt haben sie gesagt, mach mal Passwort los und das geht dann mit dieser App im Zusammenhang. Du wolltest was fragen? Ja, nicht fragen. Ich wollte nochmal so eine Richtung so. Also können wir auch gleich nochmal drüber diskutieren. Aber wo das halt auch sehr viel eingesetzt wird mit diesem PIN-Code zusätzlich, kennt man aus dem Bankenbereich. Da hat man dann bei manchen Banken so ein kleines Gerät gekriegt, wo man die EC-Karte dann mit reinsteckt und über die EC-Karte dann ein Code generiert wird, der dann im Prinzip synchron auch auf der App, auf der Banking-App bei der Bank im Prinzip generiert wird und der ist dann halt gleich. Ne? Dann hat man keinen Kommunikationskanal, sondern hat im Prinzip
Er hat das Geheimnis über die IC-Karte und das Gerät und beide können auf beiden Seiten gleichzeitig dasselbe generieren, ja, oder das gleiche generieren. So TAN-Generatoren meinst du, ne? Ja, genau. Genau. Wobei, da gibt es auch, glaube ich, ganz viele verschiedene. Ja, gibt es total verschiedene. Da gibt es die mit dem Flickercode, wo man einen Bildschirm hält, wo dann Licht, quasi Barcode über Lichtbewegung übertragen wird. Dann gibt es den Fotocode. Wo sowas Ähnliches wie ein, ja, das ist ein Quadrat mit ganz vielen bunten Rechtecken drin oder, nee, bunten Pixeln, würde ich mal sagen, wo ein Code übermittelt wird. Also gibt es ganz viele. Und nochmal zur Berichtigung, also OAuth oder OAuth heißt Open Authorization. Das heißt, das sind eigentlich zwei Protokolle, die da genutzt werden und das ist sozusagen der Standard und das ist der RFC 6749. Und 6750, das nochmal so zur Ergänzung. Und da gibt es schon mehrere Versionen. Und wie gesagt, das Schöne daran ist, wenn eine App das unterstützt, gibt mehrere, kann man sich die, die einem am besten gefällt, raussuchen. Mit dieser App kann man dann quasi ja so einen zweiten Faktor machen. Und ich nutze das, wo es geht, mittlerweile eigentlich aus Sicherheitsgründen, damit eben nicht das Problem ist, dass einer so schnell den Account hackt. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man einen zweiten Faktor braucht. Das heißt, wenn du dein Mobiltelefon leer hast, dann hast du gegebenenfalls schon mal ein Problem, ne? Ja, also das, das wäre genauso mein Punkt. Also der, das, also zum einen muss ich loswerden. Der Scherz, der sich letzte Woche ergeben hat, war ja dann der, dass das wird ja nicht so verkauft, wie du das jetzt schön erklärt hast, sondern es wird ja so verkauft, dass also müssen wir eigentlich andersherum anfangen. Letzte Woche gab es dann mal kurz die Meldung, dass zufälligerweise Azure, die Azure-Accounts bei Microsoft im Prinzip mal eine Zeit lang irgendwie ziemlich offen da lagen. Also man konnte ohne Authentifikation auch andere Azure-Accounts im Prinzip übernehmen und bedienen und da reingucken. Was dann lustig war an der Situation, war dann, dass kurze Zeit später der Chef von Microsoft, Nadella ist richtig, ne? Satya Nadella, ja. Genau. Dass der dann eben verkündet hat in der Pressemitteilung, dass Microsoft jetzt praktisch Authentifikation ohne Passwort zulässt. Ja. Was er da aus Versehen schon länger hat. War, genau, was da zumindest schon mal ausprobiert wurde, aber natürlich, das war nicht das Problem. War lustig. Genau. Aber wo ich drauf raus wollte, also ich habe das jetzt ein paar Mal gehabt in anderen Anwendungen, dieses Zwei-Faktor-Authentifikation. Da muss man immer ein bisschen gucken, so in der Gesamtkette, was damit eigentlich wie gemeint ist und wo die Sicherheit herkommt. Also dieses Thema Zwei-Faktor heißt nicht unbedingt nur, dass man zwei Dinge braucht, die man wissen muss oder die man besitzt und wissen muss, sondern in der Regel rührt dann eine ganze Menge Sicherheit auch daher, dass man mit komplett anderen Geräten arbeitet. Also das eine ist halt der PC, da hat man eine Tastatur, da gibt man da irgendwie sein Passwort ein. Das ist Wissen, ja, aber es ist halt eben auch der PC. Und der zweite Faktor kommt dann über ein Gerät, wie jetzt zum Beispiel bei der Bank, eben ein TAN-Generator. Das ist ein kleines Gerät mit einer eigenen Batterie, hat überhaupt nichts mit dem Rechner zu tun. Und da kommt dann auch ein zweiter Kommunikationskanal ins Spiel. Oder bei der PIN-Abfrage von PayPal, das ist halt dann das Telefon, ja. Du kriegst eine SMS zugeschickt, die geht halt über nichts anderes, ja. Und dann kann man relativ sicher sein, dass das auch im Prinzip ein komplett anderes Gerät ist, was letztendlich natürlich auch bedeutet, dass wenn einer das überwinden möchte, nicht nur dein Passwort wissen muss von PayPal, sondern im Prinzip auch das Gerät klauen muss, ja. Der muss halt auch dein Handy zur Verfügung haben, plus die ganzen Sicherheitsmerkmale, die dein Handy an sich schon mitbringt. Also wenn du dann Biometrie, Zugang oder mit PIN-Code oder mit einem Passwort dein Handy geschützt hast, ist das natürlich eine zusätzliche Sicherheit. Wo das dann relativ schnell an die Wand fährt, ist, wenn man das alles auf ein Gerät vereint, also wenn man E-Banking oder PayPal jetzt zum Beispiel mit seinem Handy macht, ja, und dann die SMS auf das Handy kriegt und das Handy ist halt korrumpiert, dann nützt mir das nichts mehr. Ja, dann es muss schon auch klar sein, dass der zweite Faktor im Prinzip gerade in dem Moment, je nachdem logischerweise wie es geknackt worden ist oder wie korrumpiert es dann letztendlich da ist, nichts mehr bringt. Ja. Also das muss man echt immer im Hinterkopf haben, weil das geht hier manchmal auch ganz, ganz, ganz schnell verloren. Ne? Ja, zum Beispiel gibt es sehr häufig, auch im Online-Banking-Bereich, der zweite Faktor ist dann eine zweite App. Ja. Kann man machen,
Ist aber nicht die beste Idee, beziehungsweise früher, glaube ich, die Sparkassen waren es doch, die haben doch nicht mal zugelassen, SMS zu nutzen, weil es ein und dasselbe Gerät ist. Also wie gesagt, damit steigt und fällt die Sicherheit mit dem Gerät oder was mir noch einfällt, weil ich schon, oh gut, das war im letzten Jahrtausend, diese RSA-Tokens waren ja eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von der Firma RSA damals. Ja. Das heißt, das waren Schlüsselanhänger, Tamagotchi, falls jemand den Begriff kennt, hat man dazu gesagt. Also ein Gerät so groß wie eine Armbanduhr, das man am Schlüsselanhänger, am Schlüsselbund sich hingemacht hat oder irgendwo hingelegt hat, auf dem alle halbe Minute, glaube ich, wechselnd eine sechsstellige Zahl angezeigt wird. Und die musste man beim Einloggen dann angeben. Das war im Prinzip, ja, ist das das System? Drei waren gültig, ne? Genau. Und das wird dann quasi zeitlich synchronisiert. Das heißt, gibt es ein bestimmtes Zeitfenster, auch wie bei PayPal. Also keine Angst, wenn da jetzt steht 5 Sekunden, du kannst den Code eintippen, weil der Code davor ja auch noch erkannt wird. Das ist quasi so ein bestimmtes Zeitfenster. Oder du wartest dann halt 5 Sekunden und gibst dann den nächsten Code ein. Kannst du dir raussuchen. Aber wie gesagt, genau nachdenken. Sagen wir so, hoffentlich denkt der Betreiber, der was schützen will, drüber nach, dass er sinnvolle zweite Faktoren anbietet. Und der Nutzer, der muss sich auch im Klaren sein, dass er beide Faktoren braucht. Also zum Beispiel, wenn du in der Familie gemeinsame Konten verwendest oder gemeinsame Dinge verwendest, kann das auch zum Problem werden, wenn man dann eben nicht zusammen ist oder das Gerät nicht verfügbar hat oder wenn man, der eine geht auf Geschäftsreise, nimmt das Gerät mal mit und der andere kann dann das Handy mit, wo drauf die PIN kommt und so weiter. Also wie gesagt, das ist leider die Schattenseite von der Security, aber es ist definitiv eine gute Einrichtung, so einen zweiten Faktor zu haben. Aber jetzt eigentlich wieder zurück, was wollte da Microsoft jetzt kommunizieren oder was bieten die an? Also es gibt eine Funktion in dieser App, die ist neu, da steht drin kennwortloser Zugang. Die kann man entweder jetzt über seinen Microsoft-Account machen, du hattest es vorhin schon mal genannt, diesen Azure-Account oder Azure Active Directory oder AAD oder auch wie heißt der, Live-ID, Windows. Die hat schon 1000 Namen dafür, glaube ich. Also der Microsoft-Windows-Account, also wenn man ein Windows 10 mit Online-Funktionen hat, dann hat man so einen Account und den muss man normalerweise benutzen, den schützt man mit dem zweiten Faktor und da kann man jetzt umstellen in der App, sozusagen benutzt den nur noch. Das heißt, man nutzt jetzt nur noch die App, da die App ja mehrfach abgesichert ist. Du hast es vorhin schon mal gesagt, wenn man jetzt ein Smartphone hat, auf dem Smartphone kann man die App zusätzlich verknüpfen mit dem biometrischen Zugangsmerkmal, zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Ich glaube, mehr haben wir im Moment noch nicht, aber mit diesen Funktionen, das heißt, diese App ist nochmal separat geschützt und wenn diese Verknüpfung da ist, bietet die App eine Funktion an. Ich habe dann geklickt sozusagen, ja, jetzt meine Microsoft-Konto umstellen. Und was mich dann überrascht hat, ist, dann kriegst du eine Feedback-Meldung. Da hätte man auch mit Nachdenken drauf kommen können, aber ich habe mir gedacht, ja, wie machen die das jetzt? Kannst du dann noch zweiten Weg und so weiter machen? Dann kriegst du als Feedback, ja, ist jetzt umgestellt, dein Passwort wurde gelöscht. Das heißt, mein Microsoft-Account hat jetzt kein Passwort mehr. Das heißt, das ist natürlich auch schlecht. Das ist ja ein Teil dieses Features, ne? Also, it's not a bug, it's a feature. Deswegen, ich bin jetzt in so einer, ich gewöhne mir das jetzt mal an, aber auch, und probiere das mal, deswegen erzähle ich das auch hier. Aber, muss man sich im Klaren sein. Das hat, also, es kann sich keiner mehr mit Passwort an dem Konto anmelden, weil es gibt kein Passwort mehr. Aber nur noch gerade mal so ein bisschen reingegrätscht, Also, genau das ist dann wirklich. Was ich daran erstaunlich finde, ist Folgendes. Also zum einen, dass man im Prinzip doch mit Mühen die Kinken und Ösen, also das, was nicht funktioniert und nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat und so, im Prinzip ja erst hinterher rauskriegt, Aber solche weitreichenden Funktionsänderungen, in deinem Account natürlich auch irgendwie, die werden halt durchgeführt. Und dann kriegst du hinterher, irgendwie wird dir dann erst irgendwann klar, oh shit, das hat jetzt gerade bedeutet, dass jetzt gar kein Passwort mehr auf meinem Account liegt, Was dann halt auch bedeutet, und das ist das, was mich zum Beispiel da total erstmal stören würde, wenn du mehrere Geräte hast,
also wirklich auch total unterschiedliche Geräte und trotzdem dein Microsoft-Krempel mit einem Linux-Rechner, mit einem Tablet, mit X, mit Android, mit Apple, mit weiß ich was für Geräten, die ja auch alle unterschiedlich funktionieren, vielleicht auch nicht überall die entsprechende App dann zur Verfügung stellt, die dann für die Authentifikation notwendig ist und so weiter und so fort, dass das halt auch ein Problem werden kann. Ja? Also dann stehst du dann irgendwann da und sitzt dann da in einem, weiß ich nicht, Linux-Laptop, willst da was programmieren, brauchst dann irgendwie aus deinem Quellcode-Archiv irgendwie was, willst du das aus Azure rausziehen? Ja, Pech gehabt. Ja, kommst jetzt halt nicht mehr dran, weil mit Passwort geht halt nicht mehr. Ne? Ja, so. Und ja. Anderes Szenario, ne? Ich sitze jetzt hier in meinem Podcast-Keller. Der Podcast-Keller. Genau, und genau da führt eine Kellertreppe hinunter, ne? Und ich, wenn ich mich so zurückerinnere, aus irgendeinem Grund habe ich da mal aus Versehen, sowas macht man nicht absichtlich, mein Smartphone die Kellertreppe runtergeschmissen. Ja, und dann ist es hin, genau. Genau, und dann ist nichts mehr mit Log-On. Das heißt, das ist ein Punkt. Und der nächste Punkt ist, wir nehmen ja jetzt hier auf im September 2021. Apple hat diese Woche neue Geräte verkündet. Angenommen, ich würde mir jetzt das neueste iPhone holen, dann ist genau eine der Dinge, wo du auf jeden Fall drauf achten musst, diese Authenticator-Apps umzuziehen. Läuft die auch, ja. Aufpassen, wie sichern die ihre Daten? Weil wenn du diese App jetzt umziehst, ne, oder nicht umziehst, das heißt, du löscht dein altes Telefon und hast das neue, ne? Ja, auf deinem Telefon war aber der ganze Kram, den du brauchst. Genau, dann hast du auch keinen Zugang mehr zu überhaupt nichts, zu keinem PC mehr. Und wenn du jetzt keinen Zugang zu deinem PC hast, ne, weil du das Telefon gewechselt hast, was machst du denn da jetzt? Ja. Rufst also du das, dann bei Microsoft an, weil du kannst noch telefonieren. Kann aber dir auch keiner helfen. Weil du kommst dann gar nichts mehr ran. Also das ist so ein Punkt, Leute. Und die hoffentlich auch nicht. Also, aber es ist nur was mal Neues, es ist nicht dumm, aber es hat Konsequenzen. Ja, deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus ein paar Wochen, weil ich will es wissen. Also weil man sollte das auch mal testen. Ich bin natürlich immer so, dass ich es mit meinem Original-Account teste, also ein bisschen... Also das Problem, das Problem ist eigentlich, ja, klar, man muss es ja ausprobieren. Man muss es natürlich auch irgendwann mal sowas wie in seinen normalen Betrieb, also seine eigenen Prozesse und so weiter integrieren. Aber was mich halt trotzdem immer wieder erstaunt ist, dass gerade so neue Funktionen, das ist ja auch nicht nur bei so sicherheitsrelevanten Geschichten, sondern auch bei anderen Sachen, die werden da in die Welt geblasen, ohne dass da jedem klar gemacht wird, was das eigentlich genau bedeutet. Ne? Du legst da los und stellst dann irgendwie hinten nach fest, oh shit, jetzt ist mein ganzer Krempel fort. Ja, jetzt stehe ich da und das interessiert halt auch keine Sau, weil was ja richtig blöd wäre, wäre jetzt so eine Situation, es geht nicht mehr, du rufst da an und die können das zurücksetzen. Dann würdest du natürlich auch fragen, okay, wo waren da jetzt die Security? Genau, das, wo ist denn da jetzt vielleicht probiere ich das aus. Also genau dann ist dieser Workflow, das hat man ja auch schon, ich glaube, Apple hat auch da mal das Problem gehabt, hier mit Accounts, Leute kamen da nicht mehr ran und so weiter. Ja. Da ist dann genau dieser Workflow, ist dann genau das Problem. Das heißt, wie kommt man an seine eigenen Daten wieder ran? Und ja, nachdenken hilft da. Sicherheit ist nicht umsonst und Sicherheit und muss man irgendwie. Ich hatte ja, hatten wir das hier oder hatten wir das in unserem anderen in Thekenschlag mit diesem Einmalpasswort mit Würfeln, was ich da. Das war ein Thekenschlag, glaube ich. Das war noch nicht hier. War ein Thekenschlag. Also, ich habe mir so ein kleines Teil gekauft. Das ist im Prinzip nichts anderes wie, ich sage jetzt mal, ein Zufallsgenerator, der halt mechanisch funktioniert. Das sind halt lauter Würfel, ja, Buchstabenwürfel und Zahlenwürfel. Die schmeißt halt auf den Tisch und dann tust du die einfach wild auf so ein kleines quadratisches Schächtelchen einsortieren. Ja, sind 8x8 Würfel im Prinzip. Und mit der Lage des Würfels, mit dem Buchstaben, mit der Zahl, die oben dann praktisch zu sehen ist, wird dann im Prinzip ein Passwort generiert. So, und das, die Idee dahinter ist, praktisch sowas wie ein Einmalpasswort zu generieren. Und das Schöne an dem Ding, das funktioniert, ja, aber dann eben auch, wenn du es ganz konsequent machst, halt auf die Art und Weise, das ist ist halt eine Schachtel, wo du dann einen Deckel drauf machst. Der Deckel lässt sich nicht mehr entfernen. Also du hast dann diese Würfel, hast dann deine Zahlenkombination, aus der dann eine Passphrase gebaut wird. Ja. Und die Passphrase kannst du auch nachvollziehen, das ist überhaupt kein Problem. Also wenn du diese Würfel wieder siehst, kannst du die Passphrase auch im Prinzip wieder herstellen. Damit das eben nicht geschieht, weil es soll ja sicher sein, wird ein Deckel drauf gemacht, der
die ist unöffnenbar, also kannst du mit normalen Werkzeugen so jetzt nicht einfach aufmachen. Und dann ist die Idee, generiere dann einmal deine Passphrase, deine Einmal-Passphrase, machst das Ding zu und legst es in den Safe. Ja, so, fertig. Wenn das Ding dir verloren geht, aus welchem Grund, also du den Deckel nicht drauf machst, die Würfel fallen lässt oder so irgendwas, ja, oder das Ding mehrfach verwenden möchtest, kannst du ja auch machen, musst du dann halt im Hinterkopf haben, du musst einmal das Ding festhalten, weil wenn du das Bild nicht festhältst, welche Würfelpositionen dann da im Prinzip für die Passphrase zuständig sind, dann kannst du das nie wieder generieren. Das ist ja auch Sinn und Zweck von sowas. Ne? Ja. Wenn das weg ist, ist es dann eben deine Passphrase weg und damit kommst du an deinen Kram nicht mehr ran. Und das haben die da in riesigen Lettern oben drauf geschrieben, weil die Leute einfach, ja, wie sie halt so sind. Ne? So, das wird halt mal probiert und da mal, oder du lässt es dann auf dem Tisch, oder was auch gut war, am Anfang gab es dann welche, die haben das fotografiert und in der Gegend rumgeschickt. Ne? Also ja, Twitter dann, auch blöd. Ne? So, dein auch super, ne? Weil dein dann weiß halt jeder dann, deine ja, nie fotografieren, ja, also, ja. Ja, genau, nicht fotografieren, oder wenn fotografieren, dann so, dass es halt irgendwie ein Analogkamera selber entwickeln. Genau, Analogkamera selber entwickeln oder digital, aber dann halt in die Cloud ausdrucken und löschen. Ja, also ja, oder sowas Polaroid. In der Art. Aber, oder ab zeichnen oder was auch ja. immer. Also mehrfach verwenden geht natürlich schon, aber man muss sich darüber im Klaren sein. Aber ich fand das halt auch lustig, ne? Weil da auch alle möglichen, oh, das ist jetzt super sicher. Nee, das ist nur so lange sicher, solange du den Prozess auch sauber durchziehst und einhältst. Und so ist es da halt auch, ne? Bei dieser Microsoft-Geschichte funktioniert, ja, muss man aber dann auch richtig dahinter gucken und es auch so machen, wie es gedacht ist, ne? Also Sicherheit ist ein Prozess das. Oder auch Daten auch, ist ja. ein Prozess, ganz richtiges Stichwort. Weil da kannst du dir ganz schnell ins Knie schießen, ja, auf jeden Fall. Das ist. Jo, also wie gesagt, ich berichte da eventuell wieder drüber. Also, oder wenn der Podcast nie mehr erscheint, ne? Dann. Bist du Bescheid. Dann habe ich keiner mehr rangekommen. Mir ein neues Telefon gekauft und habe meine digitale Identität aufgegeben. Das machen wir dann mal einen neuen Postcard. Genau, das ist, ja, genau. Das ist ja. nicht so einfach. Jo, dann, ja, dann haben wir noch ein zweites Thema. Du hast eine schöne Frage gestellt ja. letztens ja. an mich. Also die Frage ist relativ einfach. Ich habe mir so über die Zeit angeguckt, wie hat sich das im Datenschutz eigentlich so entwickelt? Und wir hatten ja früher immer wieder so dieses Ding, ja, Datenschutz, alles wichtig. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, die sind auch in der Regel ganz motiviert und engagiert. Aber im Endeffekt hat das halt keine Socke interessiert. Ne? So, und das hat ja früher auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass eigentlich das keine Konsequenzen nach sich gezogen hat, wenn irgendjemand da mal irgendwie Shit gebaut hat. Ne? So, und dann kam die DSGVO, die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Land. Davor gab es ja schon die Verfügungen aus der EU, die ja auch schon in die Richtung gedeutet haben. Also wir reden jetzt von wie viel Jahren, wie lange gibt es jetzt die DSGVO? Veröffentlicht wurde sie 2016, gelten ja. tut sie seit Ende April 2018, also die zwei ja. Jahre Übergangsfrist. Ja, also ist schon eine Zeit lang unterwegs. Gab auch jetzt schon, denke ich, hat jeder mitgekriegt, auch schon so ein paar Sachen wie Schrems 2 zum Beispiel, die so ein bisschen komplexer werden und geworden sind, die es meiner Meinung nach so vorher wahrscheinlich auch nicht gegeben hätte. Aber meine Frage relativ einfach. Die DSGVO zeichnet sich ja vor allem dadurch aus gegenüber dem BDSG, dass wir da richtig schöne, dicke, fette Strafen drin haben, ja, die angedroht werden. Also 4% vom Unternehmenswert oder so irgendwas, ne, oder vom Jahresumsatz weltweit. Ja, 4% vom Jahresumsatz weltweit war es, ne? Bis zu 4%, also 2 oder 4%, je nachdem, gegen was du verstößt. Ja. Und da kann also dann der satt, Jahresumsatz ne? der Unternehmensgruppe, das kommt aus dem Kartellrecht, ja. da kann es also quasi um den Jahresumsatz der Unternehmensgruppe gehen, also nicht nur um die Firma selber, sondern wenn es so was wie, was hat man vorhin, Microsoft ist ja nicht eine Firma, die besteht wahrscheinlich auch, die Microsoft aus vielen Firmen, eine Microsoft Deutschland gehört dazu, dann würde quasi nicht von Microsoft Deutschland der Umsatz des Vorjahres genommen als Referenzwert, sondern von Microsoft weltweit. Und da gibt es auch einen DSGVO-Bußgeldrechner, die Aufsichtsbehörden Kataloge veröffentlicht. Da kann man dann einstellen, wie hoch ist der Vorjahresumsatz. Und dann kannst du dir sozusagen ausrechnen. Also wenn du jetzt hier, ich wollte jetzt mal eingeben, wenn man hier 30.000 Euro im Jahr verdient, aber so tief kannst du gar nicht gehen. Also das Mindeste ist hier 700.000 gebe ich jetzt, oder geben wir mal 1 Million ein, das ist eine runde Zahl. Jetzt nicht. Ach, das ist ja ein toller Rechner. Ich habe jetzt irgendeinen genommen.
Datenschutz.org, der ist schlecht, weil der nimmt die Stufen, die die Aufsichtsbehörden da gehabt haben. Du kannst nicht 1 Million eingeben, sondern bis 1,4 dann. Nee. Dann einen formellen Verstoß, nehmen wir mal einen mittleren, wobei das ist schon, ja. Und dann rechnet er aus, dann ist sein Bußgeld zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Jetzt gehen wir mal in den Millionenbereich. Also wenn du 1 Million hast, geht es schon in fünfstellig, dann geht es so bis zu 12.000 Euro beim formellen Verstoß. Wenn es einen materiellen, also wenn wirklich einer einen Schaden geltend macht, ist es doppelt so hoch. Und wenn es ein sehr schwerer Verstoß ist, wobei das auch so eine Definitionssache ist, dann gibt es ein Minimum, dann ist er über 35.000. Und jetzt gehen wir mal auf die Weltkonzerne, die dann im Milliardenbereich sind. Das ist dann größer 500 Millionen. Dann bist du halt im Bereich von, jetzt muss ich mal gucken, bis zu, was geht da hoch? Wir haben keine, also die Seite ist schlecht. Dann bist du halt bei 20 Millionen. Was, 20 Millionen kann nicht stimmen. Da ist irgendein Fehler drin. Weil es gab schon höhere Strafen. Also die den Rechner kann ich gerade mal in den Link, in die Shownotes schmeißen wir es rein. Es gibt ja so schöne Übersichten der höchsten Strafen. Da habe ich eine da. Also da ist ja, gut, mal den rein. Höchsten. Ja. Die höchste 200 Millionen Strafe ist von 2019. Das waren 4,5 Milliarden gegen Facebook. Milliarden sogar. Siehst du? Ja. Also das gibt schon Sattige. Danach kam Amazon mit 746 Millionen. Dann kam Equifax mit 500 Millionen. Hier vor kurzem ist eine hochgesetzt worden. WhatsApp von 225, das ist die vom September jetzt. Ne? Das ist die ganz neue. Da hatte, glaube ich, Google irgendwas mit 50 Millionen und das dann hochgesetzt worden auf 222 Millionen oder sowas kam ja hier vor kurzem erst. Aber zum einen ist das natürlich schon ein ganz anderes Druckmittel. Ne? Also das kriegt ja jeder mit, der ein bisschen Datenschutz in seiner praktischen Umgebung macht, ja, also wo es dann um irgendwelche Produkte geht, wo es um Services geht, wo es um Umsatz geht, dann letztendlich auch, wo Datenschutz gemacht wird. Also was ich festgestellt habe, ist zum einen, dass das natürlich auch für den Datenschützer in so einem Unternehmen logischerweise so ein bisschen eine Argumentationshilfe ist, einfach zu sagen, ja Leute, das ist nicht mehr so wie früher, wo Strafen im Prinzip sich am Schaden orientiert haben, und zwar von einem Einzelnen, ja. Also was weiß ich, wenn der Eri dann jetzt ein Thema gehabt hätte oder ich, Laszlo, Firma XYZ hier Datenschutzverstoß, habt ihr irgendwelche Daten von mir rausgegeben, dann muss ich zum einen nachweisen, dass ich tatsächlich einen Schaden eben genau aus diesem Grund habe, ja, und nicht aus irgendeinem Folgegrund oder irgendwas anderem, was mit Datenschutz erstmal nichts zu tun hatte. Und dann muss der Schaden bemessen werden. Ja. Und das war in der Regel für Einzelpersonen natürlich fast unmöglich, da irgendwie größer in Erscheinung zu treten, sage ich jetzt mal. Und zum anderen, anders wie in Amerika, wo es ja so Sammelklagen gibt und sowas, ist das ja in Deutschland eher nicht möglich, soweit ich weiß. Also schwierig. Und das hat sich natürlich schon geändert. Ne? Also merkst du ja anhand der Höhe der Strafe und natürlich logischerweise auch anhand, wie so ein Unternehmen reagiert wird. Also Datenschützer, der heute kommt und sagt, hey Leute, da muss man handeln, da müssen wir das und das tun, da müssen wir auch Geld investieren, um die notwendigen Schritte hinzukriegen. Dann kommt als erstes natürlich immer die Frage, naja gut, ja und, was habe ich davon? Naja gut, das steht im Gesetz. In Gesetzen steht viel. Was heißt das ganz konkret? Und wenn du dann mit so einer Zahl um die Ecke kommen kannst, ja 4% vom Jahresumsatz des letzten Jahres und zwar des Gesamtunternehmens, je nachdem wo du da arbeitest, ist das schon was. Also da merkt dann schon jemand, okay, da wird es schwierig irgendwie den Gewinn da noch so unterzubringen, dass mein Management oben drüber sagt, na shit, da scheißen wir drauf, ja, das ist uns egal. Machen wir trotzdem so. Weil das in der Regel definitiv den Gewinn, sage ich jetzt mal zu, meistens gehen wir zu 100% aus, wegfrisst. Ja. Jetzt ist aber die andere Frage, ja, grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass dieser zahnlose Tiger BDSG durch die DSGVO doch ein bisschen Zähne gekriegt hat und die nicht mal unscharf, aber auf der anderen Seite stelle ich halt fest, wenn ich mir dazu draußen angucke, na, da siehst du diese Zehnerliste da, ne? Wie viel hast du gesagt? Milliarden, 30 Milliarden Strafe oder 20 Milliarden, keine Ahnung, was jetzt eben war, aber das sind ja Summen, da kommen wir nie mehr hin, ja. Aber und? Was heißt das jetzt? Bewegt sich da was? Also gibt es tatsächlich Unternehmen, die
wo man jetzt feststellt, so im Großen und Ganzen hier, ja, das wird ernst genommen. Also da wird jetzt passiert, weil wenn du dir diese Liste anguckst, stellst du ja auch relativ schnell fest, die Großen sind da immer wieder dabei. Ja, also Facebook, Google und so, die tauchen da andauernd auf. Also ja, es passiert was, sonst gibt es die Strafen nicht und es kommen regelmäßig hohe Strafen. Der Punkt ist nur, was erwartet man sich selber draus? Also ich finde es erstmal positiv, und zwar, warum ist zum Beispiel in USA die DSGVO oder GDPR, also dann die englische Übersetzung davon, warum ist das Thema dort relevant? Das wurde dort entdeckt, weil die Strafen so hoch sind. So ähnlich wie das Kartellrecht. Denn so habe ich es wahrgenommen, die Firmen, die sozusagen eine sehr kapitalistische oder sehr geldorientierte Steuerung haben. Marktwirtschaftliche. Ja, Marktwirtschaft ist das dann nicht. Das ist, ich würde mal sagen, finanzorientierte Steuerung, betriebswirtschaftlich. Okay. Das heißt, die haben, große Unternehmen haben Risikomanagement. Und Risikomanagement funktioniert so, dass identifiziert wird, wo gehen wir Risiken ein. Das wird dann irgendwo in eine Liste geschrieben. Und da kann man dann bei Risiken, kann man quasi was dagegen machen, indem man sagt, ich umgehe Risiken, indem ich bestimmte Dinge nicht tue. Ein Beispiel wäre, wenn ich mich im 20. Stock nicht aus dem Fenster beuge oder das Fenster zulasse, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich da runterfall, wenn ich mich rausbeuge, weil wenn das Fenster zu ist, kann ich mich gar nicht rausbeugen. Das heißt, ich mache eine Gegenmaßnahme oder ich unterlasse etwas, dann kann ich eine Gegenmaßnahme machen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, damit man das auch nicht aufmachen kann, könnte ich den Fenstergriff abschließbar machen oder irgendwas anderes machen oder noch ein Geländer oder ein Gitter davor. Das heißt, ich kann Gegenmaßnahmen unternehmen oder ich kann das Risiko versichern oder ich kann einfach sagen, ist mir egal, ich trage das Risiko, wenn es mich trifft. Rein statistisch trifft es ja nicht jeden immer. Ist einfach, das heißt ja Risiko. Dann zahle ich halt, wenn es mich trifft. Also das ist so der Punkt. Und dadurch ist eben genau das Thema in diese Listen gegangen, weil so ein Management von großen Konzernen, das guckt sich nicht alles jeden Tag an, geht gar nicht, sondern die sehen dann nur sozusagen die Top, weiß ich nicht, ja. 10, 20 oder so. Und da taucht plötzlich Datenschutz auf. Das heißt, das hat schon funktioniert, um das Thema überhaupt erstmal dahin zu transportieren. Ob sich das Verhalten von denen jetzt verändert hat, dafür ist die Zeit, glaube ich, noch zu kurz. Weil ich kann mir schon vorstellen, also eins kriege ich ja auch mit, also wenn man mit diesen Unternehmen zu tun hat, die tun dann schon was. Ob das dann im Datenschutz weiterhilft, das ist ja noch wieder das andere. Das heißt, dieses Thema erstmal kennenzulernen und wie auch immer, du musst ja im Gesetz bestimmte Dinge unter Strafe stellen und das ist sozusagen auch das Schwierige daran, welche Dinge können bestraft werden. Ich habe vorhin mal was von formal gesagt. Formal heißt, du hast bestimmte Dokumentationspflichten. Schreibst du bestimmte Dinge nicht auf, dann kannst du eine Strafe kassieren, kann wahrscheinlich immer noch billiger sein, als sich zum Beispiel um die Dokumentation zu kümmern. Wenn ich dafür jemand einstellen müsste oder dafür bestimmte Dinge anschaffen müsste, gibt durchaus so ein Risikomanagement, dass du sagst, da wartest du halt, bis du das erste Mal dabei bist. Und wenn du Glück hast, trifft sich nur einmal in 10 Jahren, hat sich schon rentiert, weil früher hat man es ja auch beim BDSG, du hattest das vorhin genannt, ich glaube, einen Datenschutzbeauftragten nicht zu bestellen, hat in der Realität in Deutschland zwischen 10.000 und 50.000 Euro gekostet. So, jetzt rein also statistisch gesehen, wenn du in 10 Jahren nicht erwischt wirst, ne? Ja, also ich glaube, die Personalkosten sind höher als 10.000 Euro. Also das ist genau dieser Punkt. Also diesen Wert hat man da damit, dass die Strafen so hoch sind, hat man das zumindest in so eine Reichweite gebracht, dass solche Dinge jetzt nicht mehr passieren. Wenn man da erwischt wird, ist man so dick dabei, dass es sozusagen nicht billiger ist, sich gar nicht mehr drum zu kümmern. Aber bis das Thema mal sozusagen dann richtig funktioniert, das sind ja 10 Jahre, glaube ich, müsste man dann schon beobachten. Aber wie gesagt, es gibt Strafen, da passiert jetzt was. Ob sich die grundlegenden Dinge im Datenschutz ändern, ist natürlich auch schwierig zu bemessen, denn das ist halt ein Thema, deswegen bin ich froh, dass es die DSGVO gibt, auf jeden Fall. Daten werden halt immer bedeutender. Das heißt, dieser Umbruch in der Gesellschaft, dass immer mehr Daten basiert ist, also immer mehr auf Grundlage von Daten gemacht wird, sorgt automatisch dafür,
dass das Thema Datenschutz wichtiger wird, weil es überall mit drin steckt. Es gibt ja, ja klar, nahezu gar nichts mehr, was nicht mehr mit Datenschutz zu tun hat. Aber bin ich bei dir? Absolut richtig. Sehe ich im Prinzip auch so. Wenn das aber, also meine Befürchtung oder das, was mich da so ein bisschen umtreibt, ist halt aber gleichzeitig passiert halt auch so das Gegenteil, gerade wenn du dir guckst, die Gleichgültigkeit, die sich da immer mehr breit tut, ne? So nach dem Motto, ein schönes Beispiel ist dieser schwachsinnige Cookie-Button-Scheißendreck da auf jeder dritten Seite, wo du dann hier, welche Cookies sind zugelassen und so. Das sind ja so Sachen, die laufen da total schief, ja, und wenn du, und du kennst das auch, logischerweise ständig hörst von denen, die dann für sowas verantwortlich sind, also im Sinne von Betrieb oder Betreiben von solchen Websites zum Beispiel, und sagen, naja, der Datenschutz ist halt dran schuld. Ne? Das ist halt der Datenschutz, und da wird der Datenschutz eben nicht als was Gutes wahrgenommen, in dem der da betroffen ist von, sondern eben als, ja, das hindert, das funktioniert nicht und ne, so. Und das ist natürlich dadurch auch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, schlimmer geworden, in Anführungsstrichen, weil es halt öfters greift. Ne? Also das muss man schon auch sehen. Und was ich halt feststelle, ist halt so diese Ermüdung, die so ein bisschen sich breit tut. Mag auch sein, dass es eher ein individuelles Problem ist von mir selbst, aber dieses, ja, ich sag jetzt mal, wenn du dir diese 10er-Ranking-Liste da anguckst, da gibt es welche, die tauchen da andauernd auf. Und irgendwie hast du halt auch das Gefühl, das ändert nichts. Das ist so ein bisschen wie bei anderen Sachen, dass du dann irgendwann sagst, naja, das ist halt anscheinend normal und nimmst es halt hin. Ja, da muss man halt schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht in diese Richtung driftet. Ne? Also das ist ein Punkt natürlich, da stimme ich dir zu. Also nur mal kurz zur Cookie-Problematik für diejenigen, die vielleicht auch zum ersten Mal zuhören. Dieses Thema mit Cookies ist total schief gegangen, weil es geht da eben nicht drum, den Nutzer vor irgendwas zu warnen, sondern es geht darum, dass es nicht zulässig ist, die Daten der Nutzer weiterzuverkaufen und damit Werbung zu machen und den Nutzer auszuspionieren über diese Daten. Und das funktioniert faktisch. Vorne herum schiebt man davor, ja, wir müssen das ja so und so machen, weil die Technik funktioniert nicht ohne das. Doch, die funktioniert definitiv ohne das. Mhm. Aber es ist eine riesengroße Industrie darum entstanden. Das hat was mit Werbebranche zu tun, mit diesen ganzen Themen, wie eben ja Sichtbarkeit im Internet funktioniert. Nicht, wie es funktionieren soll, weil oder könnte, sondern wirklich, was sich tatsächlich ergibt. Das ist halt bei allen Sachen. Da etablieren sich bestimmte Dinge und von denen kommen die nicht mehr runter, denn das bräuchte man nicht. Und da würde ich mir auch wünschen, also so eine Milliarde Strafe je Cookie. Und manche setzen da immer noch dreistellig Cookies beim Draufgehen, ja, ja. Dann müssen die halt mal 300 Milliarden zahlen und wenn es die Firma nicht leisten kann, dann die Privatvermögen der Verantwortlichen, ja, ja, genau, sind die weg, aber das wird halt nicht passieren, also, sondern im Moment gibt es ja kreative Leute, die machen neue Geschäftsmodelle draus. Cookies zu umgehen ist das neue Geschäftsmodell, also das einzubauen, dass du doch nicht bestraft werden kannst, es aber noch schlimmer für den Nutzer ist und noch mehr Geld für den für und die ganzen und Betreiber einspielen. Also es gibt, also das ist deswegen ein ganz gutes Beispiel, weil du da, wenn du dir die in der Wildnis den Kram anguckst, also draußen, ja, wirst du im Prinzip so drei oder sagen wir mal vielleicht vier, meine viele Graustufen dazwischen wahrscheinlich schon auch Klientel finden. Ne? Die einen, die dir das ein bisschen schwer machen im Sinne von, ja, du willst auf einer Seite schnell eine Information haben, dann baust du das halt so, dass du auf jeden Fall mit einmal klicken alles zulässt und mit mindestens zwei, dreimal klicken auswählen kannst. Da hat der meiste, der normale User, Userin keinen Bock drauf, also klickst du einmal und dann hast halt alles zugelassen, hast ja freiwillig zugestimmt, alles wunderbar. Das sind so die, wo ich sage, okay, habt ihr euch nicht viel einfallen lassen und im Prinzip seid ihr eigentlich auf der anderen Seite des Tisches. Ne? So, und dann gibt's die irgendwie versuchen, das einigermaßen so hinzukriegen, dass du damit, ja, sag mal, relativ schnell zurechtkommst. Also mit einmal klicken hier, einmal klicken da, alles gut. Und es gibt auch sehr, sehr perfekte Sites, wo das
schön so voreingestellt ist, wo du mit dem normalen einmal draufklicken genau das Gegenteil machst, nämlich nichts zulässt, außer das, was absolut notwendig ist. Ja? Da sind die, sagen wir mal, auf der Seite des Tisches, wo ich es mir ziemlich viel von denen wünschen würde. Und dann gibt es die, und das sind die vierten, also wo du jetzt eben auch sagtest, die jetzt so langsam anfangen, den ganzen Cookie-Scheiß jetzt abschaffen, ja? Und das halt mit anderen Mechanismen machen. Was ja noch schlimmer ist, weil da blickt ja überhaupt keiner mehr durch die Cookie-Sache, war ja noch einigermaßen nachvollziehbar, auch schon kompliziert genug, aber da bin ich auch ganz bei dir, ja, das ist ganz übel, was da jetzt an Industrie hochpocht, ja, also das ist ja dann, ich sage jetzt mal Vorsatz, ne? Und das hat logischerweise überhaupt gar nichts mit Datenschutz zu tun, da geht es um Ausnutzen, ja, und was kannst du mit Technik noch alles für Schweinereien machen. Aber nichtsdestotrotz interessant, weil das ist so genauso diese Palette an Leuten, Firmen, an Services, die du da draußen findest, wo es welche gibt, die Datenschutz ernst nehmen, die es vielleicht nicht so 100% gut umgesetzt bekommen. Dann gibt es welche, die versuchen wirklich viel, setzen es auch ganz gut um. Dann gibt es welche, denen ist es halt total egal. Und dann gibt es welche, die ganz vorsätzlich dich hinters Licht führen und irgendeinen Mist machen. Aber dann trotzdem versuchen, irgendwie so einigermaßen im rechtlichen Rahmen zu bleiben. Also es gibt ja auch Datenschützer, die sehr wohl eher so ihre Aufgabe darin sehen, im Unternehmen dafür zu sorgen, dass alles möglich wird und der Datenschutz trotzdem eingehalten wird oder zumindest niemand, ich sage jetzt mal, viel Strafe zahlen muss oder so. Ne? Und die anderen Datenschützer, die eher versuchen, Services zu machen, die für den Endnutzer gut sind und auch für das Unternehmen dann letztendlich gut sind, um da mal so in die Richtung zu gehen, also mehr Datenschutz für die Massen umzusetzen, auch in solchen Services. Findest halt überall. Ja. Also da, aber wie gesagt, da ist gerade diese Cookie-Problematik gutes Beispiel für. Ne? Ja, und da wird halt auch dann Stimmung gegen das ganze Gesamtgesetz gemacht. Also DSGVO muss weg, weil ihr müsst deswegen auf diese Banner klicken. Wie schlimm das ist. Und das ist halt so ähnlich wie, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, also das ist halt ganz plakativ so auf schlimmsten Überschriftenniveau. Und eigentlich ins Gegenteil umgekehrt. Aber nochmal zu den Strafen. Also was Interessantes ist, auch die Aufsichtsbehörden hatten da ja noch kein Gefühl für, haben dann ihren Bußgeldkatalog gemacht, den sie da anwenden, so ähnlich wie der Punktekatalog. Ich habe mal durch die Liste gescrollt, da sind aber auch Sachen drin, wie zum Beispiel ein Gastronom hat 50 € zahlen müssen, weil er so eine Corona-Liste eben gegen den Zweck verwendet hat. Das heißt, der muss natürlich fürs Gesundheitsamt die Daten erfassen und muss die dann wieder vernichten nach einer bestimmten Zeit. Und der hat dann mal Werbung gemacht. Ja. Hat das eben nicht gemacht und dann 50 € bezahlt. Also sowas kommt auch vor. Und man sagt, das ist dann wahrscheinlich auch angemessen, weil der hat jetzt erstmal einen Schreck gekriegt und war vielleicht das erste Mal oder wusste es nicht. Wobei die meisten dann immer sagen, wussten es nicht. Das ist so im Straßenverkehr ja auch so ähnlich. Da wird sich noch was einjustieren. Bemerkenswert fand ich im letzten Jahr 2020, das heißt, die Firma 1&1 hat etwa 9,5 Millionen Strafe gekriegt wegen einem Datenschutzverstoß und die haben dann dagegen geklagt und das Landgericht Bonn hat die auf 900.000 reduziert, also ein Zehntel auf 10%. Das ist, denke ich, das Spannendste, was jetzt in Deutschland passiert ist, was sozusagen, ja, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Also das muss man jetzt beobachten, weil es könnte jetzt wieder in die Richtung gehen, ja okay, dann ist ja doch nicht so teuer, wenn ich nur 10% vom Möglichen kriege, also 0, dann rechnen manche schon mit 0,4% in der Realität, nehmen dann Datenschutz nicht mehr so ernst. Das andere kann aber auch sein, wie gesagt, die Aufsichtsbehörden müssen da irgendwas ausprobieren. Hm. Die wissen es auch nicht besser. Und das ist natürlich dann auch schwierig, wie willst du die Schwere einstufen, wenn du noch nicht viele Fälle hast. Und eins fällt noch in der Liste auf, man kann da nach Ländern filtern. Spanien ist, wie zu erwarten war, vorne dabei, mit vielen kleinen Strafen, hauptsächlich um Mittlern. Man muss wissen, das war schon vor DSGVO-Zeiten so, das Geld, das dann sozusagen als Strafe gezahlt wird, fließt ja dann irgendwo an den Staat oder so, wenn man so eine Strafe bezahlt. Und das regelt dann das jeweilige EU-Mitgliedsland. Und in Spanien läuft das Geld in den Topf der Datenschutzaufsichtsbehörden. Das heißt, je mehr Geld reinkommt, umso mehr können die kontrollieren. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Das heißt, die
man kann das jetzt kritisieren oder nicht. Ja. Ich finde es nicht schlecht, dass so ein System auch gibt. Und vor allem, die haben deswegen kleinere Strafen, aber die finanzieren sozusagen dann die Aufsicht, um besser zu kontrollieren in Zukunft. Also ich finde das System gar nicht so schlecht. Ja. Also wenn du dir anguckst, gutes Beispiel, wie funktioniert Datenschutz, kriegst du natürlich auch nur hin, wenn du Leute hast. Ja. Also das ist halt einfach so. Du brauchst eine starke Organisation und die kannst du nicht automatisiert irgendwie laufen lassen, sondern da sind Leute da, die logischerweise da auch agieren müssen. Und das ist ja auch ein Thema, was wir in Deutschland sehr wohl haben. Ne? Das muss man beobachten. Bin ich ganz bei dir. Bleibt auf jeden Fall spannend. Also ich finde das auf jeden Fall total spannend. In der Praxis sehe ich halt im Moment so ein bisschen, da gibt es noch eine ganze Menge, wo man sich auch erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Wie setzt man was um? Wie kriegt man das, sag jetzt mal, auf die Straße? Also im Sinne von, wie kann man das dann tatsächlich so auch in einem Unternehmen und auch in kleineren Unternehmen so reinkriegen, dass es sinnvoll auch umgesetzt werden kann? Und zum anderen, die andere Seite eben, wie kriegt es denn so ein Betroffener denn überhaupt mit? Ne? Also der End-User, der Endkunde, die Frau in einem Supermarkt, die auf einmal irgendwelchen komischen Kram zugeschickt kriegt an Werbung, weil sie irgend so eine Punktekarte benutzt und sonst irgendwelchen komischen Kram, der sich da ja mittlerweile breit gemacht hat, auch bei uns. Muss man abwarten. Also ich finde es auf jeden Fall spannend. Jo, und ein Punkt noch, was jetzt eins der letzten großen war, ich hatte es vorhin genannt, WhatsApp mit 225 Millionen, also Facebook-Konzern. Und da ist das Spannende, Irland, die irische Datenschutzaufsicht, dort sitzen sehr viele US-Unternehmen aus gutem Grund. Und die waren ja auch sehr beliebt, weil die sich nicht so drum gekümmert haben. Und da gab es auch sozusagen ein prominentes Streitbeilegungsverfahren zwischen den Aufsichtsbehörden. Also da haben quasi die Aufsichtsbehörden Druck gemacht untereinander in Europa. Funktioniert dann auch irgendwie, weil die konnten sich dann nicht mehr rausreden, weil eigentlich ist das Ding schon lang verschleppt. Es handelt sich quasi um den Verstoß von 2018 von WhatsApp, als dann plötzlich die Daten doch an Facebook weitergegeben wurden. Und da wurde jetzt 3 Jahre lang sozusagen von den Aufsichtsbehörden untereinander gestritten, um dann ein sinnvolles Bußgeld quasi da zusammenzukriegen. Und die haben der Datenschutzaufsicht in Irland mehr oder weniger das Messer auf die Brust gesetzt, sonst hätte es da gar nichts gegeben. Ja, wobei ist noch nicht ganz ausgestanden, ne, weil es natürlich eine grundsätzliche Frage ist, ob diese Organisation der Behörden, also in Europa, wer ist für was, wie, wann zuständig, natürlich davon sehr stark abhängig ist und die, also von der Organisation. Ich fand das, ich weiß gar nicht, es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber so die erste größere Geschichte von Irland, da haben sie mal so ein Bild gezeigt von der Aufsichtsbehörde, das war halt so wirklich so ein Schrems 1 war das. So ein ehemaliger, weiß ich nicht was. Supermarkt, das war im ersten Stock in den Supermarkt, genau. Irgendwo in der Pampa. So ein Büro, ganz und der schlimm. Supermarkt war vielleicht 300 Quadratmeter, ne? Also das war jetzt nicht ein irgendwie. Ganz kleines Ding, ja. Ja, so ein Tuckstore, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Supermarkt, ne? Und das war schon sehr bitter, ja. Und dann haben die das erste Mal Knete reingekriegt, sag ich jetzt einfach mal, ja. Wo dann auch da rein investiert wurde. Und mittlerweile ist das ja eine riesen Organisation. Also jetzt weiß ich nicht, ob riesig, aber definitiv mehr wie das am Anfang. Und sind auch sehr agil. Also mittlerweile hörst du da andauernd, dass es weitergeht, dass sie Kontrollen machen und auch Strafen aussprechen. Aber so ganz ausgestanden ist die Problematik natürlich noch nicht. Ne? Ja, die haben auch mehrere Probleme, weil zum Beispiel, wenn du Jurist bist im IT-Recht, dann kriegst du halt genau von diesen Firmen, die dort sitzen, ein Angebot. Der Arbeitsmarkt, der ist da von der Aufsichtsbehörde sehr schwierig, also sozusagen einen Experten zu kriegen. Der muss dann schon einen bestimmten Ehrgeiz haben und der muss dann auch nicht viel Geld verdienen wollen. Und das sind so die Problematiken. Also Irland ist da, ja, wie auch andere Staaten in anderen Zusammenhängen in der EU, gibt es ein paar so Inseln, die hier irgendwie komisch sind, aber das ist ja. Aber so nochmal so ein Resümee, also ja, es gibt auch hohe Strafen, es tut sich was, es ist mehr sichtbar in der Presse. Ob das jetzt den Datenschutz schon besser gemacht hat, ja, stimme ich dir zu, kann man noch nicht letztendlich beurteilen und vor allem ist es schwierig rauszukriegen, weil sich halt
in dem Thema viel tut, weil das Thema wichtiger geworden ist. Vor 20 Jahren hätte manches von dem wahrscheinlich gar keine Wellen geschlagen, weil keine Nutzer drauf gewesen wären. Also dann hätte sowas wie WhatsApp 20.000 Nutzer gehabt weltweit. Das hätte keinen Menschen interessiert. Das hätte es nicht mal in die Presse geschafft oder so. Ne? Ja, ja. Das ist so der Punkt. Naja. Jo. Aber bleibt spannend. Auf jeden Fall zwangsläufig auch ein Auge drauf geworfen lassen. Genau. Und hoffentlich gibt es für die, die echt dagegen verstoßen, weiterhin Strafen. Ja. Jo, dann gut. Hast du noch ein ganz schnelles Thema? Ja. Nur ein ganz kleines, ganz schnelles, 5 Minuten. Technik. Ja. Also jetzt hatten wir das mit den Passwörtern. Ich hätte noch was. Basteln. Ja, bin ja jemand, der öfters mal den Lötkolben in die Hand nimmt und zwar so, dass er sich nicht die Finger verbrennt. Ich erinnere da an die Bilder, wo dann irgendwelche gestellten Fotos gemacht haben, wo dann Leute Lötkolben in der Hand haben wie Kugelschreiber und dann eher vorne am heißen Teil anfassen und dann irgendwie wie mit einem Stift versuchen, da irgendwas zu löten. Egal. Also, ich halte ja immer wieder mal Ausschau nach Hardware, Equipment, sonstigen Sachen, die es sich lohnt, mal anzugucken und zu schauen, was so alles möglich ist und vor allem dann auch selber aktiv zu werden und ein bisschen was zu machen. Und eine Sache, die mir jetzt so unter den Nägeln brennt bis Ende des Jahres, ist von der Firma Pine 64 oder 64, eine Firma, den Link haben wir auch in den Shownotes, die unter anderem das Pinephone entwickelt haben. Das ist ein Telefon, was auf, ich sage jetzt mal, Linux basiert und eigene Hardware auf ARM-Basis und so weiter gebastelt haben, wo du dann selber programmieren kannst, wo du auch selber in der Hardware ein bisschen was machen kannst und so. Und die haben angekündigt für bis Ende des Jahres, also soll jetzt eigentlich jeden Tag, ich warte auf die Meldung, dass ich es endlich irgendwie ordern kann. Als Developer sollst du da ein bisschen früher dran kommen. Gibt es den sogenannten Pine Note. Ja. Und das ist deswegen interessant, weil das so ungefähr so DIN A4 Größe ein Tablet ist, das mit so einem Display für, wie nennt man das? So ein E-Book-Reader. E-Ink. Also wie beim E-Book-Reader elektronische Tinte. Elektronische Tinte. Und zwar in Graustufen. Also es kann schon ein bisschen nicht nur schwarz-weiß, sondern hat eine gewisse Anzahl Graustufen. Ich glaube 64 oder 32. Ist auf jeden Fall ganz gut anzusehen. DIN A4 Größe, was schon mal sehr selten ist. Oh. Und das Ding ist mit Touch und hat auch Technologie drauf, dass sie mit Wacom Stiften, also diesen Wacom-Stiften, die es gibt für die Tablets von Wacom, dann auch direkt auf dem Ding schreiben kannst und so. Und jetzt kommt's, wir reden so von 400, 500 Euro. Ja. Und das ist ein Kampfpreis, ne? Weil ich habe mir mal so ein bisschen, bin ja da ein bisschen unterwegs in dem Umfeld. Also alles, was ein bisschen größer ist wie DIN A5, da bist du eher so bei 800, 900.000 Euro. Es gibt mittlerweile E-Ink Displays, die auch mit HDMI angesteuert werden können. Die liegen so bei 1500, 1600 von der Größe ungefähr DIN A4. Also das ist schon ein Kampfpreis. Man wartet jeden Tag drauf. Also die Nachricht aus deren Blog mal mit in den Shownotes drin. Gibt ein bei deren oder auf deren Kanälen auch Updates, wie es vorangeht und wann es geliefert wird. Also das ist so ein Ding, was mich auf jeden Fall mal reizen würde, da in diese Richtung zu gehen. Wir hatten da irgendwann mal auch drüber gesprochen, mal selber was zu machen in die Richtung. Dort ist es Bluetooth, alles drin, was du brauchst, WLAN, kannst eine Tastatur anschließen, Bluetooth-Tastatur, kannst einen Rechner draus machen, ist ein ganz normales Linux drauf, also ran an die Buletten. Also erstmal nochmal für die Leute, die jetzt zugehört haben und noch nicht in die Shownotes gucken konnten, wir verlinken das natürlich, aber ja. Pine Note, das ist also nicht Pi wie beim Raspberry Pi, nein, also nicht Pi, sondern Pine wie die Pinie, da ist auch so ein Pinien-Zapfen abgebildet, also Pine wie die Pinie und dann Note zusammen, also Pine Note, Pine Note, wenn man es schnell ausspricht. Aber noch ein paar Fragen. Also das ist echt so, interessiert mich natürlich schon, weil genau das, was mich immer bisher stört, ich habe so einen E-Book-Reader, ne? Und
das Format A4 wäre schon geil, weil es gibt viele Sachen, die sind in A4 und mehr Platz, mehr gut. Vor allem, wenn ich mit dem Stift zeichne auf so einem Tablet, das nur 8 Zoll oder so hat oder 6 Zoll oder so. Ne? Ja. Das ist für mich ein Handicap. Wahrscheinlich, weil ich mit DIN A4 Blättern aufgewachsen bin, wobei DIN A3 ist noch geiler, aber DIN A4 ja. kriege ich noch vernünftig eine Skizze hin. DIN A5 habe ich immer irgendwie ein Problem und fange dann das Scrollen an. Das heißt, da hat nie was funktioniert. Deswegen stimme ich dir zu. Und die Dinge sind dann echt unbezahlbar, auch wenn man selber was bauen will, was so DIN A4 mit E-Ink macht. Das ist schon geil. Ja. Und also E-Ink nochmal für die, die es nicht kennen. Nur die Änderung auf dem Bildschirm braucht Strom. Das heißt, das Anzeigen ist stromlos. Deswegen wird das Ding sehr sparsam sein. Ja. Und so ein Akku hält halt dann länger. Nicht nur einen Tag, sondern eine Woche normalerweise. Und vor allem, ja genau. Also die ne, großen Vorteile letztendlich Leistungsverbrauch, ne? Also wie du schon gesagt hast, ne, nur die Änderung braucht Strom und alles andere ist statisch dann oder mehr oder weniger statisch, manchmal muss man einen Refresh gemacht werden, je nachdem, aber im Großen und Ganzen braucht das Ding dann keinen Strom, das heißt einmal geladen, wochenlang lesen, ja, von mir ist auch nur 2 Wochen oder eine Woche, was ja schon Wahnsinn ist, wenn man so ein normales Tablet sieht. Und das zweite ist, großer Vorteil ist, das ist halt wirklich ein gestochen scharfes Bild, also wenn man das dann vergrößert, das muss natürlich eine gewisse Auflösung haben, was das Teil hier definitiv mitbringt. Aber das sieht dann wirklich gedruckt aus. Ja, das ist also das wie als wenn es aus dem Drucker käme. Ja, also, oder sehr nah an dem, was aus dem Drucker käme, schwarz-weiß gedruckt. Ja. Wie gesagt, das Ding kann dann auch schon Graustufen. Das ist also nicht nur schwarz-weiß. Ja, und einziger Nachteil, es kommt halt ohne irgendwas. Also da ist ein ganz rudimentäres Betriebssystem drauf. Da ist noch nicht viel programmiert. Das ist dann halt die Community, die dann daran muss. Und das heißt, also ist jetzt nichts für einen Endanwender, der dann erwartet, da schon irgendwie seine E-Books da irgendwie super toll verwalten zu können und keine Ahnung, auf irgendwelche Seiten drauf kann und die dann automatisch lädt oder so. Das alles noch nicht. Aber für den interessierten Linux-Freak oder so, der vielleicht das ein oder andere mal programmieren will, ausprobieren will, scheint schon mal sehr interessant zu sein, wenn die das hinkriegen mit $400, $500, da wäre das echt ein Hammer. Ne? Und ja, ist ja manchmal ein Vorteil, das heißt, das kommt dann auch nicht mit irgendwelchen Cloud-Accounts, ne? Ja. Das heißt, du kannst das benutzen, Open Source, so wie es ist, Open Source, und dann muss man gucken, also für diejenigen, die jetzt nicht rumfrickeln wollen, die müssen noch ein bisschen warten, aber spricht ja auch dafür, weil normalerweise, wenn du so experimentelle Sachen hast, bist du dann locker ja, das Doppelte bis Vierfache los, ne, in der Größenordnung. Ja. Also da bin ich auch gespannt, ob das dann jetzt zu dem Preis kommt. Also interessiert mich schon, also hat mich jetzt angefixt. Ja, ja, das habe ich auch erwartet, dass ich dich angefixt kriege. Also warum erwähne ich das überhaupt? Also gerade das, was du jetzt sagst, ne, dieses, da gab es schon viele, die irgendwas angekündigt haben und dann ist irgendwie was draus geworden oder auch nicht, ja, und meistens dann doch viel teurer wie geplant. Also die sind nicht unbekannt. Die haben unter anderem so ein Telefon rausgebracht, was auch sehr weit oder sehr viel oder sehr ja, stringent weiterentwickelt wurde. Und dafür darüber sind sie dann halt auch bekannt geworden. Ja. Und das ist schon ernst zu nehmen. Wenn die sagen, hier, wir versuchen das für $400 hinzukriegen und zwar nachher 500 oder 550, ist auch gut. Ja. Aber es sind halt definitiv eine 1000 oder 1500. Ne. Also es ist bezahlbar für jemand, der da Interesse dran hat und da was machen will und geht nicht gleich in die, weiß ich nicht, den nächsten Urlaub oder so. Ne. Und haben wir was vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Macht's gut. Und tschüss, bis und zum gesund. Nächsten Mal. Genau. Ja, dieses Angebot gesund. Ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.